Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrug bei der Ticketbörse Viagogo. Wer sich im Netz auf die Suche nach Tickets für Konzerte oder Sportveranstaltungen macht, landet häufig bei Viagogo. Die Verbraucherzentrale Bayern warnt nun vor den dreisten Tricks der Ticketbörse. Auf den ersten Blick wirkt das Portal für Veranstaltungstickets ganz seriös. Im Angebot sind Tickets für Fußballspiele, Herbert Grönemeyer und die Computerspielmesse Gamescom zum Beispiel. Viagogo ist aber keine offizielle Verkaufsstelle für Veranstaltungstickets, sondern ein Marktplatz für den Ticketverkauf zwischen privaten Käufern und Verkäufern. Also ähnlich wie eBay oder eBay Kleinanzeigen, nur eben spezialisiert auf den Verkauf von Tickets. Die Verbraucherzentrale Bayern warnt nun vor den Geschäftspraktiken der Ticketbörse. Das Portal gaukelt mit verschiedenen animierten Grafiken eine große Knappheit an Tickets vor. Viagogo erwecke damit den Eindruck, zahlreiche weitere Interessenten bemühen sich um die gleichen Eintrittskarten. Gleichzeitig sind auf dem Erstmarkt oft noch Tickets erhältlich, also auf dem direkten Markt für den Ticketverkauf. Trotz der künstlich erzeugten Hektik auf der Viagogo-Seite sollten Verbraucher sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch auf andere Seiten suchen, rät Tanja Halm, Rechtsleiterin Markt und Recht bei der Verbraucherzentrale Bayern. Der Viagogo-Preis ist oft um ein Vielfaches höher als der Originalpreis. Daran kann der Verbraucher erkennen, dass er sich nicht bei dem offiziellen Verkauf befindet, so die Juristin. Viagogo. Dreistes Geschäft mit überteuerten Tickets. Das international agierende Unternehmen scheint mit weiteren Tricks zu arbeiten. Das zeigen zahlreiche Kundenbeschwerden sowie diverse Klagen, die gegen Viagogo anhängig sind. Auch auf der Facebook-Seite von Viagogo prangern enttäuschte Kunden Wucherpreise und horrende Servicegebühren an. Immer mehr Künstler versuchen, dem Schwarzmarkthandel einen Riegel vorzuschieben, indem sie ihre Tickets personalisieren. Mit ärgerlichen Folgen für Fans, die ihre Tickets über fragwürdige Portale erstehen. So wurden Hunderten von Ed Sheeran-Fans vergangenen Sommer der Zutritt ins Stadion verwehrt, weil ihre Viagogo-Tickets bei der Einlasskontrolle nicht anerkannt wurden. Die Rockband Rammstein hat Ende 2018 eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erwirkt. Auf Viagogo dürfen seither keine Tickets mehr für Konzerte der Band verkauft werden. Ohne Erfolg. Noch immer sind Rammstein-Tickets auf dem Portal zu finden und zu erwerben. Für bis zu 700 Euro. Auch der Bundesligaverein Bayern 04 Leverkusen lässt Fans mit Viagogo-Tickets nicht ins Stadion. Die Sendung Frontal 21 deckt fragwürdige Methoden von Viagogo auf. Mit welchen weiteren Maschen Viagogo arbeitet, legt eine aktuelle ZDF-Reportage offen. Die Reporter haben unter anderem herausgefunden, dass sogenannte Ticketbroker dem Erstmarkt Eintrittskarten in großem Stil entziehen. Fans bleibt so kaum eine Chance, Tickets zum Originalpreis zu erwerben. Damit wird der Schwarzmarkt befeuert und die Tickets lassen sich später deutlich teurer auf Viagogo verkaufen. Ein Prozess gegen Viagogo wurde vor dem Landgericht in München begonnen.
Ziel ist es, die Ticketplattform zu mehr Transparenz zu zwingen. Auch die britische Wettbewerbsbehörde bereitet ein Gerichtsverfahren gegen Viagogo vor. Allerdings haben diese ganzen Verfahren ja zwar die Firma erfolgreich verklagt, doch es hat nichts gebracht. Viagogo ist immer noch am Netz. Das Problem hierbei ist, dass auch Google-Anzeigen geschaltet werden, obwohl dem Unternehmen tatsächlich sogar verweigert wurde, Google-Anzeigen schalten zu dürfen, also per Gesetz. Allerdings bei meinen Recherchen habe ich trotzdem bei der Suchanfrage nach Viagogo sofort als Anzeige die Werbung von Viagogo bei Google entdeckt. Hier ist definitiv noch jede Menge Handlungsbedarf offen. Auf dem Bewertungsportal Trustpilot findet man unzählige negative Beiträge dazu, dass viele Kunden hier keine Tickets erhalten oder nur zu völlig überteuerten Preisen erhalten haben. Meistens wird sich beschwert, dass die Tickets, die man bekommen hat, einfach nicht funktionieren. Das heißt, man kauft dort das Ticket, hat es erhalten, hat es bezahlt, alles ist gut, man geht zu dem Konzert und das Ticket funktioniert nicht, weil es einfach nicht gültig ist. Es gibt auf Trustpilot auch viele positive Kommentare, in ungefähr die Hälfte zu den negativen Kommentaren. Allerdings sieht man hier ganz oft, dass die Kunden sich eigentlich nur für den schnellen Versand bedanken und noch gar nicht zum Konzert gegangen sind. Ich habe euch mal ein paar Beispiele von Trustpilot zusammengestellt. Diese Beispiele, die ich euch nun hier vorlese, sind die Bewertungen der Kunden von Viagogo. Warnung, Abzocke. Kann mich den vorangegangenen Bewertungen nur voll und ganz anschließen. Für zwei Tickets, die direkt beim Veranstalter 96,90 gekostet hätten, haben wir bei Viagogo 154,97 bezahlt. Angeblich sind das Servicekosten, auf die auf der Webseite hingewiesen würden. Wurden sie aber nicht. Wer würde da denn noch ein einziges Ticket bestellen? Nie wieder. Datum der Erfahrung war am 2. März 2023, also relativ aktuell. Das Video hier kommt ein bisschen später online, da die Videos hier auf meinem Kanal vorproduziert sind. Eine weitere Bewertung auf Trustpilot. 0 Punkte. Fühle mich getäuscht und abgezockt. Ich weiß nicht, wie und wo ich beim Bestellvorgang von der offiziellen Verkaufsplattform auf Viagogo gelandet bin. E-Tickets entsprechen nicht der Bestellbestätigung und sind völlig überteuert. Habe nicht genug aufgepasst. Nie wieder Viagogo. Datum der Erfahrung 28. Februar 2023. Und noch eine weitere Bewertung. Keine Kostenrückerstattung trotz Nachweis. Auf meine Anfrage, die Eintrittsgelder erstattet zu bekommen, weil die Veranstaltung nicht stattgefunden hatte, sollte ich einen nicht stattfindenden Nachweis erbringen. Meinerseits mit dem Link zu Eventim und einem Bildschirmfoto geschehen. Die Antwort von Viagogo einen Tag später: Es konnte bisher nicht geklärt werden, dass die Veranstaltung nicht stattgefunden habe. Das Geld könne nicht erstattet werden. Hände weg. Absolut unseriöses Unternehmen. Überteuerte Karten ohne durchsichtigen Kundendienst. Nie wieder. Die Bewertung wurde erstellt am 28. Februar 2023. Hier könnte ich euch tatsächlich noch tausende Beispiele vorlesen. Das sind hier nicht die einzigsten Bewertungen. Hier kommen jeden Tag mehrere Bewertungen hinzu, die im Grunde genommen alle das Gleiche sagen. Man soll die Hände von diesem Unternehmen lassen. Und die allermeisten beschweren sich darüber, dass sie ihr Geld nicht zurückerhalten, obwohl Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Auch wenn Tickets nicht funktioniert haben, also die Tickets einfach letztendlich ungültig waren, haben die Kunden das Geld nicht zurückerhalten, obwohl es tatsächlich sogar in den AGB von Viagogo steht, dass wenn eine Veranstaltung also ausfällt oder das Ticket nicht eingelöst werden kann, dass man mit einem Beleg das Geld zurückerhält. Zeigt man denen das Beleg, dann meldet sich einfach nur schlichtweg niemand mehr. Man wird nur mit einer automatischen Nachricht abgefertigt, dass man das Geld nicht zurückzahlen könne, da die Beweise nicht ausreichen. Das war's dann eigentlich auch schon. Es ist schon ziemlich perfide, was es alles für Abzockmethoden und Maschen auf dieser Welt gibt.
Die Idee zu diesem Video stammt vom Community-Mitglied Peter K. Vielen Dank dafür, fürs Aufmerksam machen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein kleines bisschen weiter aufklären. Das mit dem Viagogo ist tatsächlich mal eine ganz andere, neue Masche, die wir so auf dem Kanal noch gar nicht hatten. Hatte ich so, ehrlich gesagt, auch noch nie auf dem Schirm, da ich selbst eher weniger der Konzertgänger bin. Und wenn ich mal auf einem Konzert war, dann habe ich die Tickets vor Ort gekauft, sofern das dann auch möglich war. Zumindest war es bei mir so, dass ich nur Konzerte besucht habe, wo man direkt vor Ort noch Konzertkarten kaufen konnte. Es ist tatsächlich wahnsinnig, dass man mittlerweile echt überall aufpassen muss. Und selbst bei Firmen, die bei Google in der Werbung sind, die ja eigentlich geprüft sein müssten oder zumindest genügend Beschwerden mittlerweile eingereicht sind, dass man das vielleicht mal entfernt. Ja, aber hier sind wir wieder bei dem Thema, Geld stinkt halt leider nicht. Und das nimmt man dann halt auch von Betrügern an. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf solche Sachen hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn ich ein neues Video auf diesem Kanal hier veröffentlicht habe. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.